Weißt du, uns fällt auf jeden Fall einmal flach. Ich wollte euch eh schon dazu auffordern, nicht allzu nah zur Bühne herzukommen, weil wir sind jetzt ein paar Wochen auf Tour und wir stinken brutal. Weil Hotels können wir uns gar nicht leisten. Jetzt müssen wir da an dem Nightliner schlafen. Das heißt ab und zu mal auf irgendeinem Bahnhof duschen. Aber wie gesagt, haltet Distanz. Es ist gesünder für euch. Als nächste Nummer spielen wir eine von unserem legendären Album Devil in Fairyland. Fairyland. Und das heißt... I'm
Kennt ihr das? Letztes Jahr waren weniger Leute. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie gibt's das? Aber es waren wirklich letztes Jahr weniger. Und nichtsdestotrotz spielen wir jetzt die nächste Nummer. Aber davor wollte ich euch noch eins sagen. Da ist seinerzeit einmal in der Rockin-Gazette reingestanden, Reunion von Opus und so weiter. Schreibt, gebt eure Stimmen ab, wir schauen, dass wir das wieder hinbringen. Wir wollten es das ja schon machen. Es ist noch nicht gegangen. Das müsst ihr jetzt noch einmal mit Schubert abfinden, vielleicht nächstes Jahr. Wenn wir also, wenn wir alle zusammenheben, dann kann man das vielleicht hinkriegen. Harald, wir beide, hä? Wir machen das. Okay? Wir schaffen es. Trotzdem gehen wir jetzt weiter in unserem gemütlichen Programm mit einer Nummer, die wir auf dem ersten Album gehabt haben. Das ist das, was das fünfte heißt. Die Nummer heißt Capture the Light. Ich weiß zwar noch nicht, ob das jetzt im Handel schon erhältlich ist, aber wir haben es schon einmal gehört. Zumindest ist es nett. Und die Nummer heißt Positive. Das Thema behandelt die einzige Situation, wo das Wort positiv eigentlich eher nicht positiv gemeint ist. Ihr könnt es euch selber denken, wieso. Alright! Yeah.
What do you think is this? Thank you.
So, jetzt zur allgemeinen Belustigung. Und da wird jeder Zeit hat, sich wieder ein neues Bier zu holen. Haben wir da so ein bisschen unplugged aufgebaut. Und der Schubel, der faule Hund, hat gesagt, ich muss es spielen. Deswegen vergnügen wir uns jetzt mit Ride on the Wind. Eine Nummer, die wir ebenfalls auf der ersten EP gehabt haben. Einen Moment bitte. Vergessen, ich hätte noch so früh machen. So, come on! Das hast du zwar angeplagt, gell? Aber ein bisschen schwindeln darf man schon. Bettel, hast du die Gitarre gestimmt? Also wenn jetzt irgendetwas falsch klingt, dann bin ich nicht ihn, der falsch spielt, sondern er, der nicht stimmt. Irgendwie habe ich da ein äußerst amüsantes Nebengeräusch auf der Bühne. Das ist irgendwie so eine Haufenstimmung, was da aufkommt. Vielleicht sollte da schon ein Hans Albers-Song anstimmen. Jetzt ist mir. Ah! Was war denn das jetzt? Und dann haben wir einen Vibrator eingeschaltet. Nein, ekelhaft. Ah! Jetzt sind mir die Hände nass geworden. Jetzt hängt es da oben, glaube ich. So. Du sollst nicht mitklatschen, weil das bringt mir aus dem Rhythmus.
passiert da hinter meinem Rücken. Ja? Als nächsten Song haben wir spontan auch ins Programm genommen. Nachdem wir heute in einer Videothek gewesen sind und da war so eine Tür, da ist angestanden, nicht unter 18. Da haben wir uns gedacht, ja, was ist das? So was gibt es bei uns da nicht. Ja, was haben denn die da? Sind wir reingegangen, auf einmal grausig. Also, wir sind erschrocken. Wir haben gesagt, nein, die Wiener, wir haben es uns ja immer schon gedacht. Wahnsinn. Haben wir das angeschaut und gesagt, über das müssen wir ein Lied schreiben, damit sie bei uns da in Tirol wissen, wie es da zugeht. Love Bizarre. 1, 2, 3, 4. Wir haben ja, falls es jetzt noch nicht gelesen hat,
habt. Ja, in der Rockhinger-Seite ist nicht reingestanden noch, aber in Bravo, glaube ich, das Angebot gekriegt, dass wir mit Metallica im Vorprogramm eine Feldtournee gehen sollen. Weil sie haben gesagt, wir füllen die Hallen sowieso, aber jemanden für die Toiletten darf man noch brauchen. Haben wir uns gedacht, naja, mehr Leute haben wir sonst auch nicht, oder? Machen wir halt die Scheißhäuser voll. Ja. Haben wir dafür auch gleich ein Lied geschrieben, das heißt Toilet Song. Theatralische zerstört.
Sauntod auf die Schützenjäger. Juhu! Aber, weil wir gerade in Wien sein und so nett beieinander, haben wir uns gedacht, könnte man einen Walzer auch spielen, oder? Mit es auch was davon habt. Also, haben wir spontan einen komponiert, zuerst gerade vor 5 Minuten, in der Pause zwischen der vorletzten und der vorvorletzten Nummer, und so klingt es. Jetzt haben sie zu uns gesagt, jetzt ist noch Windfahrt und der Walzer spielt noch tanzen alle. Na lass es mir allein stehen, was schon betreten alle. Ja, ich muss immer, ich bin der Depp, ich muss rausschauen zu den Leuten. Verstehst du? Und wer hat gesagt, dass er ein guter Schmäh ist? Du. Dann zahlt er runter. Ja. Ja, damit du was davon hast, gell? Und ich bin trotzdem der Depp. Nein, raffiniert die Hund. Probieren wir es trotzdem mal. Wir haben nämlich, das habe ich zuerst vergessen, wir haben sogar einen Text dazu gemacht. Und das ist uns eigentlich deswegen eingefallen, das eine zuerst, das war nur Schmäh. Und zwar haben wir ein Angebot gekriegt, dass wir im nächsten Jahr beim Song Contest spielen können. Und da haben sie zu uns gesagt, es müsst ihr halt ein bisschen entschärfen, müsst ihr schon. Sucht euch irgendeine Nummer von euch aus und spielt das halt ein bisschen so, dass es halt für ein Millionenpublikum geeignet ist. Wir nicht blöd, haben uns gedacht, verstehst du? Und haben eben das draus gemacht. Wie schon sagt, homing with anger, rivers are flowing to death. Massacres in Brasil! Da meine ich noch, dass voll der Applaus kommt, was ich. Wie, wo man noch spielt, so gut ist. Ja? Wenn ich nicht mehr so tue. Brasil! Da war es mir noch dabei zurück. Wahnsinn, wer das war. Wow, mankind is saving its breath. Oh,
Seid's nur da? Somebody calls your name. Somebody.
müssen sich noch auswickeln. Sehen wir uns noch ein bisschen. Danke. Awesome.
Jetzt müssen wir noch schlafen gehen. Grüß Gott. Für dich.